Manche Bosse haben einen Move, bevor sie groggy werden. Das war so einer. Der ist halt dann sehr überraschend, ne? Sehr überraschend. Ist er nicht direkt gestunt? Was ich meine, ist ja, groggy bedeutet ja, der weiße Balken ist da. Dann habe ich meinen schweren Angriff getroffen und dann hätte er ja eigentlich bis schon gestunt sein sollen, so dass ich meinen Finisher, meinen Crit machen kann. Und das war er, aber ganz kurze Zeit nur. Und dann hat er direkt weiter da Moves gemacht und dann war er danach für einen Crit anfällig. So. Neuer Amulett-Slot gleich. Oh, die Musik so schön. Es gab doch etwas, wo den Heal auflädt, aber wo war das? Ja, kann ich jetzt nicht skillen, weil ich einen Typ schon davon gesockelt habe. Das nehme ich das nächste Mal. Lädt automatisch Pulszellen, wenn sie entladen sind. Ist wahrscheinlich bei vielen Bossen dann vielleicht nochmal der Game Changer. Ich könnte mir jetzt überlegen, wenn ich Gegner töte, kriege ich Fable dazu, aber so oft benutze ich ja mein Fable eigentlich nicht mit der Waffe. Mehr Legion, dann könnte ich meinen Greifarm benutzen. Das ist eigentlich auch ganz geil, ne? Wenn du kein Heal mehr hast, verringert sich der Ausdauerverbrauch aller Aktionen, also so letzter Strohhalm mäßig. Das muss ich so echt sagen. Das Spiel hat viele Mechaniken. Wenn du quasi am Limit bist, kein Heal mehr hast, dann wirft es dir so einen Strohhalm hin, an den du dich klammern kannst, wenn du die ganzen Sachen skillst. Dann gehst du so ein bisschen in so einen Übermodus. Casey, danke noch für den frischen Prime. Paints, danke auch für den frischen Prime. Lieblingslaterne, danke für 100 Bits. Ich skill das. Ui! Oh, das ist, wie geil das alleine klingt. Wenn man was sockelt. So. Beim nächsten Quarz können wir dann mal hier schauen, was es gibt. Gestern auch schon ein paar Silbertrophäen bekommen. Phase 5. Genau. Und noch ein Amulett-Slotterino. Können wir nochmal das andere Gewichtsamulett tragen? Geht nicht. Du kannst immer nur die höhere Version tragen. Macht ja auch Sinn. Oh, ohne das Amulett, was mein Gewichtslimit erhöht, habe ich einfach 70% Auslastung. Vielleicht ein ganz schönes, kleines, leichtes. Maximale Ausdauer hat ein 1er.
Man kriegt auch 3 Gewicht dazu, wenn du das levelst. Wie glaubt ihr, Chat, ist das gemeint? Erhöht die Reduzierungsrate von physischem Schaden. Physischer Schaden wird reduziert wahrscheinlich durch Rüstung. Ist das aber für uns gemeint oder vom Gegner? Also machen wir damit mehr physischen Schaden? Muss ja eigentlich so sein, oder? Oder ist es andersrum gemeint? Also, physischer Schaden wird reduziert, der uns trifft. Das ist etwas, Chat, das ist mir zu kryptisch geschrieben. Findet ihr nicht auch? Warum steht da nicht einfach weniger physischer Schaden aus allen Quellen? Warum steht es so kryptisch da, Bruder? Warum muss ich jetzt wieder Wikipedia aufmachen für Lies of P und, ja... mir eine Übersetzung raussuchen dafür. Unten steht defensiv. Wo steht defensiv? Es heißt doch Eisenmauer. Ja, aber der Name, Chat, heißt nicht zwangsläufig, dass man daraus den Effekt ableiten kann. Natürlich habt ihr recht. Das kann der Ansatz sein, aber vertraut mir, ich habe schon Items gesehen, in anderen Spielen auch, wo du klar dir sicher bist, ah, das und das macht das Item, es macht aber was ganz anderes. Manchmal muss man sich statt auf den Angriff auf die Verteidigung konzentrieren. Also, wenn wir weniger physischen Schaden bekommen, das ist auch in Elden Ring so OP gewesen mit diesen Drachen, Drachentalismanen, wenn ihr euch erinnert. Die haben einen so geisteskrank tanky gemacht. Also ich bin ja jetzt schon tanky. Wenn ich dann das Ding noch anhab, dann gute Nacht. Wenn ich jetzt einen Skillpunkt reinhaue noch in Gewicht, dann können wir immer das Amulett tragen gegen den jeweiligen Typ, wo wir kämpfen gerade. Schaden gegen Kadaver, Mensch oder Puppe. Auch geil, dass wir die alle schon gefunden haben. Ich feiere die Amulette. Gibt richtig gute, aber jetzt nicht... Ich habe jetzt noch keinen entdeckt, der giga-broken ist, aber die sind alle gut. Oder wir nehmen ein bisschen Stats mit. 4 Entschlossenheit. Aber ich denke, das Amulett gegen den jeweiligen Typ macht mehr Damage als die Stats plus 4. Besseres Parieren für mehr Ausdauer. Ich habe, glaube ich, kein Parry-Talisman, oder? Nicht Talisman-Amulett. Jetzt habe ich Elden Ring vermischt. Reduziert Fallschaden. Feier ich, dass der auch drin ist. Erstmal jetzt leveln. Stufenaufstieg. No matter what serving her, welcome. Verkauf, glaube ich, nix, aber ich könnte gerade ein paar Kreuzer gebrauchen. Was ich auch sagen muss, Chat, wenn ich jetzt so dran denke an Dark Souls, wie viele Items es da gibt, die man gar nicht benutzt, das ist dann hier schon so, dass ich mal das ein oder andere Item mir auch mal reinprügel. Oder? Fühlt ihr oder nicht? Wirklich in Dark Souls 1, 2, 3, gefühlt gibt es da 100 Items und man benutzt vielleicht 10. Wenn überhaupt.
Was kaufen wir? Was kaufen wir? Wir kaufen uns hier wieder die Dinger. Davon kaufen wir uns wieder 5 Stück. Da kommt 10. Das Hotel ist verwüstet ab einem gewissen Punkt im Spiel. Da wird das Hotel überfallen. Okay, wieder ein Main-Boss. Ne? Klar waren, also der Boss gerade war mehr nervig, als dass er schwer war. Weiter geht's, Chat. Ist das nicht eigentlich scheißegal, ob Popo der Mensch? Meinst du selber? Also als Mensch kannst du die Katze streicheln. Was natürlich wichtig und richtig ist. Und wahrscheinlich anderes Ende. Und ich hoffe, Chat, dass man nicht ausnahmslos jede Antwort Mensch sein geben muss. So. Weil wir haben ja einmal beim Hund, bei dem Boss-Seelenhändler, da habe ich ja einmal die falsche Antwort gegeben und ihn in diese Werkstatt oder so geschickt. Da ist er schon, wenn man schon davon redet. Und ich hoffe, dass das mir nicht das, ja, das gute Ende da in versaut hat. Amazing. I didn't expect you to thrash those rabbit fellows too. You're here looking for Geppetto, aren't you? The fox and the cat have got that old man. They took the submarine from that dock over there. They probably went to the alchemist's isle. There should be another one. You should commandeer it. If anyone there should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. Oh, ich kann den angreifen? Warum kann ich ihn denn angreifen, den Arm? Oh, I. See for yourself. Einfach attackieren kann man den. Dann werde ich ein neues Amulett. Dass diese Boss-Amulette, ne, ich zeige euch mal das Gewicht. Die Boss-Amulette sind so frech schwer. Schaut euch das an. 20 Gewicht, 10 Gewicht, 10 Gewicht, 22 Gewicht, 12,2 Gewicht. Das ist eine Frechheit, Digga. Es gibt einen Katana, ja. Hat der Chat mir gestern schon gesagt, das soll die beste Technikwaffe im Spiel sein. Soll ich ihn killen, Chat? Aber dann können wir keine Boss-Seelen mehr tauschen. Als ob der fucking Boss-Seelenhändler ein 31er ist. Ist eigentlich auch eine geile Waffe. Okay, Chat, gut zu wissen. Und eine Frage habe ich noch wegen dem Ende, dem guten oder bösen Ende. Löst sich das von alleine aus oder muss man da noch irgendwas Spezielles für tun? Weil wenn wir jetzt einen komplett menschlichen Run gemacht haben, möchte ich schon gerne dann auch das menschliche Ende haben. Das gute Ende hoffentlich dann. Okay, attackieren wir den Hund. There should be something left at the dock. What a murderous air you have. I know what you are. You're Geppetto's puppet, aren't you? That limitation makes it seem like your creator didn't trust you very much. So, what will it be, Mr. Handsome Illive quietly? Or angreifen. Ach, ich dachte, der liefert mir jetzt hier voll den Kampf, aber der ist einfach One-Hit. Oh, nochmal ein kryptisches Gefäß. Du bist so unmenschlich. Hä? Ihr habt doch gerade gesagt, der ist ein 31er. Oder war das jetzt eine böse Tat? Das war jetzt keine böse Tat, oder? Das war eine gute Tat trotzdem, oder? Oder war das jetzt eine böse Tat? It was a total attack. The Black Rabbit Brotherhood, the Fox, the Cat, and Aludoro too.
Chat, nicht trollen. Was jetzt? Ich hätte reden müssen, um zu erfahren, warum. Also wirklich, Chat. Verwirrt mich doch nicht so. Okay, ihr wollt, dass ich die Dinger wieder entschlüssel. Na gut. Die Rätsel machen auch wirklich Spaß, muss ich sagen. Gibt's eigentlich immer was Geiles. Ja, Spellbinder, dir vertraue ich, Liebe. Sagst du gleich, das Gefäß musst du googeln. Ich hab doch den alleswissenden Twitch-Chat. Oh nein, was jetzt? Was muss ich drücken? Chat, schnell! Ich hab links jetzt genommen. I keep coming up empty. All I wanted was to stop. I think you must save. Aus dem Nichts. Hat unsere Brille gerade auch geleuchtet? Alter, wie... Chat, das erinnert mich gerade an Van Helsing. Oh mein Gott, jetzt habe ich wieder so Bock auf den Anime. Bruder, schaut euch mal an, wie badass das gerade aussieht. Noch ein bisschen längere schwarze Haare und eine dicke Revolverknarre in der Haare, in der Hand. Junge, der Anime, ne? Van Helsing OVA. Auch so geisteskrank brutal. Und ihr wisst ja, ne? Da will ich jetzt onstream nicht drüber reden, aber was da für Gestalten und für, ja, verbotene Symbole auch zu sehen sind und so. Absolut irre, die Serie. Oh, thank you. Why don't I hide the... I am a... Perhaps. Woher die Brille? Glaube Deluxe Edition. Hatte ich von Anfang an. So, gucken wir mal, was haben wir bekommen. Lass mal hier Material abchecken. Puff, ping, zerstören. Wahrscheinlich. Haltbarkeitsschleifstein vermeidet vorübergehend Haltbarkeitsverlust. Perfektionsschleifstein aktiviert vorübergehend während des Blockens perfekten Block. Hä? Das ist ja OP. Lell? Hier noch tankigere Lappen. Beziehungsweise Fütterungen. Game spielt sich von selbst mit dem Teil. Als ob jetzt. Da noch das Tank Amulett rein und dann Full Tank spielen. Ah, oh, 60% Schmutz. Ah, was wollte ich jetzt noch machen? Lass mich überlegen. Ah ja, die Rätsel, genau. Die Rätsel. Da, da. Ah, die haben sich geile Schleifsteine einfallen lassen, aber ich finde den Feuerschleifstein einfach so stark, weil dieses Feuer so viel Damage macht. Wir haben ja mittlerweile die beiden Anwendungen. Sollen wir aber trotzdem den perfekten Blockschleifstein benutzen? Also wenn die Wirkung genauso lang ist wie von den anderen Schleifsteinen, dann ist das OP. Wir probieren es einfach mal aus. Es interessiert mich, wie das aussieht dann.
Wird vorübergehend überwältigen Angriff der Waffe. Ja, wenn man das richtig nutzt mit dem aufgeladenen Angriff, knallt es bestimmt auch. Einfach mal ausprobieren. So. Aber wir haben ja hier diese Übungspuppen, die greifen ja auch an, ne? Tatsächlich. Sogar rote Angriffe. Yeah. Okay, jetzt ist vorbei. Und ich habe ja auch einmal geskillt, dass der Schleifstein länger hält. Aber ist trotzdem lang. Ist trotzdem lang. Und dass sogar der rote Angriff auto-parried wird, ist schon stark. Gibt's irgendein Souls-Game, wo es... Also jetzt mal ernsthaft, Chat. Gibt's irgendein Souls-Game, wo es sowas gibt? Okay, in Elden gibt's die Mimik-Tier. Die macht auch alles für dich alleine tot, wenn du sie upgradest. Aber ein Autoblock? Oder beziehungsweise ein Auto-Perfect-Parry? Huch. Imagine, du... Also wenn ich jetzt Geister reinspawne und dann auch noch Autoblock spiele, dann war's das komplett mit den Bossen. Wir machen wieder Feuer rein. Hopp. Oh, jetzt kann ich nicht mehr sehen, was ich als letztes bekommen habe. Warum ist die Anzeige weg? Oder habe ich die alle hier noch nicht entschlüsselt? Nee, das habe ich entschlüsselt. Das Haus, die Hütte auch. Was ist das hier? Das war doch dieser... Schürfer, der gesagt hat, wir sollen später vorbeikommen nochmal. Bedeutet das jetzt, die Tür ist offen, wenn wir das Rätsel haben? Meine liebe Schwester, bitte verzeih deinem Bruder, dass er gegangen ist, ohne dir etwas zu sagen. Ich behalte diesen Brief, auch wenn ich nicht weiß, wann ich ihn abschicken kann. Gibt's auch eine Trophy, wenn man alle Rätsel knackt? Wahrscheinlich, ne? Das Ende der Passcode-Entschlüsselung ist beschädigt und daher nicht zu gebrauchen. Brauchen wir da noch was anderes, Chat, oder kann man das schon lösen? Falls ihr es wisst. Wo war nochmal diese Türe beim Sumpf? Habt ihr da wieder einen Reisepunkt für mich? Wir sind, by the way, schon Akt 10. Findet ihr das auch geil, dass die Akte oben in römischen Zahlen sind? Finde ich auch sehr erfrischend. Finde ich gut. Rewrap. Okay, Sumpf. Wo war der Eingang? Ich versuche mich gerade zu erinnern. War das vor dem Sumpfmonster? Ja, ne? Es war doch vor dem Sumpfmonster, glaube ich. Habe ich hier gegen den gekämpft? Wie viele Akte es gibt? Weiß ich nicht. Aber ich schätze nicht mehr so viele. Welches Ding muss man der Frau im Hotel geben? Ja, hier war's. Ist richtig. Sumpfbrücke, sagt ihr? Kahler Sumpf, Sumpfbrücke. Ach, perfekt. Twitch-Chat weise. Aber ich war ja gerade da unten. Ich hätte nur das Stück hochlaufen müssen. Danke, Chat. Hustigi. Oh, krasses Item. Das hat sich ja gelohnt. Oh, eine Falle. Was passiert dann? Ich will es wissen.
Coole Falle, Bro. Ja, obwohl, ich bin ja auch stehen geblieben und nicht gesprintet. Okay, hier gibt es jetzt den Hintereingang zu dem Gebiet, oder was? So tanky. Also ich fühle mich gerade wirklich sehr stark. Ich bin sehr tanky, hab genug Ausdauer, genug Damage. Das Problem ist, wir können jetzt nur noch stärker werden, indem wir Attribut skillen. Die Waffe aufwerten können wir nicht mehr. Das heißt, was das angeht, haben wir schon das Cap. Für mich wäre die Waffe zu langsam. Ja, aber man gewöhnt sich dran. Man muss halt dann immer darauf achten, Gegner im absoluten Nahkampf sind meistens... Was macht denn der da? Ein bisschen abhängen. Gegner im absoluten Nahkampf sind halt immer schneller als man selber. Beziehungsweise mit leichten Waffen. Muss man so ein bisschen Distanz haben, dass der Gegner halt zu einem laufen muss. Und dann kann man einen Schlag schon machen und er läuft halt in den Schlag rein. Das klappt halt nicht immer und dann sieht es meistens im Bossfight ziemlich dämlich aus, wenn man in die Luft schlägt, aber... So ist es halt. Welche Art vom Spiel ist das? Ist das ein Loot-Shooter? Klar, Digga. Siehst du nicht die dicke Knarre, die ich auf dem Rücken habe? Das ist ein Souls-Game, Bruder. Ein souliges Game. I'm the flying Pinocchio! Och, Mann, Digga. Muss nicht sein. Warum klappt's nicht einfach mal? Spontan-Skill, danke noch für deinen frischen Prime, Marino. Solly und Insuke, danke auch für den frischen Prime. Danke, dass euer Prime-Sub bei mir rausgehauen wird. Viel Spaß mit den Emotes, viel Spaß mit der werbefreien Unterhaltung hier. Grüße gehen raus. Gerne mal nachschauen im Chat, vielleicht ist auch euer Prime already. Twitch Prime und in die Unsterblichkeit rein. Perfekt, danke dir. Muss doch zu schaffen sein. Kann man sich eigentlich leichter machen? Agiler? Ich habe ja schon Midroll. Ja, ich habe ganz kurz drüber nachgedacht, ob ich Cam ausmache. Unter 30%. Din.
Das, was gestern bei den Kugeln abging, das war nochmal was ganz anderes. Vielleicht ist es auch nur ein Bait. Manchmal machen die sich einen Scherz. Entweder ist es ein Bait oder es ist schaffbar, aber ganz, ganz schwer. Muss vielleicht das absolut perfekte Timing haben. Oder sehr leicht sein. Danke noch für die Primes, für die Subs und Resubs. Vielen Dank. Was hat er geschrieben? Ich hab's gar nicht gesehen. Ach, Digga. Ja, so ist das. Bei Leuten, die den ganzen Tag TikTok konsumieren, wenn die dann mal so einen Twitch-Stream aufmachen, dann sind die überfordert, weißt du? Weil der nächste Clip nicht in 6 Sekunden startet. Und dann wird halt irgendwie was Zorniges in den Chat geschrieben. So ist das halt. So ist das. Guck, und dafür sind einfach große, schwere Waffen geil. Dass du einfach auch easy mehrere Gegner treffen kannst und so. Was bei mir tatsächlich völlig unterschiedlich. Oh, einfach einen Quarz in der Kiste. Auf süß, auf locker. Auf dieses G steht für gönnen. Was wollte ich sagen? Ich wollte gar nichts sagen, Digga. Ich wollte nichts sagen. Ich wollte einfach gar nichts sagen. Hey, danke für den Text. Freue mich, dass du mich schon so lange kennst. Grüße gehen raus. Der Bot mag so ganz lange Nachrichten nicht. Aber Liebe, freue mich, dass du schon so lange am Start bist. Gerne Zuschauer bleiben. Mein Beileid an die, die ernsthaft TikTok konsumieren. Es gibt ja auch gute Clips auf TikTok, ne? Aber das meiste ist wirklich unfassbare Verdummung. Ich meine, jeder kann ja mit seiner Zeit machen, was er will, aber es ist ja wirklich völlige Verblödung. Ich bin da wirklich mittlerweile so unfassbar allergisch, auch gegen YouTube Shorts und Instagram Reels, ne? Weil der ganze Sabralli, das ist, hey, das ist alles derselbe Scheiß. Weißt du, wenn erwachsene Menschen mal ein bisschen durch TikTok scrollen, da sagt ja niemand was gegen. Das Problem ist ja, dass bei vielen, gerade jüngeren Menschen, es gefühlt der Lebensinhalt ist. Da wird nur auf TikTok gechillt. Und dann nochmal, ne, vorm Schlafen gehen noch 2 Stunden, direkt nach dem Aufwachen, am Handy geklebt. Bei vielen ist das ja wirklich dann so ein unfassbarer Überkonsum. Ich komme gar nicht mehr weg vom Handy. Und dann gewöhnt sich auch dein Gehirn an diese Reizüberflutung und du bist dann irgendwann gar nicht mehr fähig, ja, überhaupt einen Film am Stück zu schauen. Weil du es gewohnt bist, dass alle 10 Sekunden, ja, was Neues kommt. Einfach schädlich. Ich bin auch froh, dass ich bei der Plattform, ja, dass die mich nie interessiert hat. Die Scheiße nie installiert habe. Und ich da auch nicht da so das Gefühl habe, was zu verpassen. Ne, viele, gerade jüngere Leute, haben auch einfach das Gefühl, die verpassen was, wenn sie die App nicht benutzen.
Ja, für neue Musik finden, da ist wohl TikTok geil. Da habt ihr wohl recht, ne? Da ist auch noch ein Punkt. TikTok verändert die Musikbranche. Viele neue Lieder werden so gemacht, dass sie auf TikTok gut reinpassen, damit sie eventuell auf TikTok viral gehen können und genutzt werden, weil dann halt dein Track direkt, keine Ahnung, gefühlt 1 Milliarde Views hat, wenn er auf TikTok mal viral geht. Ja, das war ja wieder klar, du Hurensohn. Das ist halt einfach dieser übermäßige TikTok-Konsum. Der ist das, was schädlich ist. Gibt's ja auch schon sehr viele gute Videos und Studien zu. Ich denke, wenn du mal am Tag eine halbe Stunde bisschen TikTok dir da anluscherst, da wird schon jetzt nicht die Welt von untergehen, aber viele chillen dann halt stundenlang, ne? Das kann man halt nicht vergleichen mit einem, als beispielsweise Videospiel, wo das Videospiel dich mal ein paar Stunden auch fordert und grübeln lässt. Bei TikTok schallerst du halt einen Clip dem nächsten. Klinge eines schwarzen Stahlschneiders. Oh, eine Feuerwaffe, oder? Ja, wie geil. Die glüht einfach. Und Dohonson. Geiler Name. Ich stimme dir absolut zu. Mich nervt es auch, dass alle Plattformen versuchen, TikTok zu kopieren. Aber Social Media ist halt leider, ne, also die ganzen riesigen Apps oder halt Anbieter, das ist einfach alles ein riesiges Business. Und TikTok ist halt unfassbar erfolgreich und natürlich wollen die da ein Stück vom Kuchen abhaben. Beziehungsweise ein paar Nutzer auch an ihre Plattform so binden. Und deshalb gibt es halt jetzt auch Instagram Reels und YouTube Shorts und so, ne? Ich meine, Instagram Stories hat Instagram auch von Snapchat geklaut. Aber es war wahrscheinlich das Beste, was sie hätten klauen können. Stellt euch mal vor, Chat. Vor einer Weile, vor ein paar Jahren, konnte man auf Instagram nur Bilder hochladen. So, hä? Bruder, nur Bilder. Keine Videos, keine Stories. Nur ein Bild. Bruder, einfach nur ein Bild. Einfach nur ein Bild konntest du da hochladen. Mehr ging nicht. Also Stories sind schon Gamechanger, sage ich. Das ist so geil. Viel geiler als Bilder. Ja, es kann, also, dass es mal keine Stories gab, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also gar nicht mehr vorstellen. Das ist echt irre. War das dieser Typ, der die Höhle, der davor stand, hat er sich verwandelt? Eine Schallplatte bekommen. Oh, und ein Tresor. Aufmachen, Polizei. Also das Game, das meint es ja auch wieder gut mit uns. 2 Quarz Mimarz auf Taschus Mimaschus.
und neues Outfit. Warum ist manchmal beim Outfit nicht dieses Sternchen, dass ich weiß, welches ich bekommen habe? Ich wusste jetzt noch Katzenoutfit, aber wo ist das Sternchen, Bro? Das ist safe auf dem Bug. Ein Bug, dass das manchmal nicht funktioniert. Okay. Alles gesehen hier, oder? Könnt ihr mir in den Chat schreiben, Chat, was jetzt das andere war? Das andere Rätsel, das hier? Vom Alidoros kryptischen Gefäß. Was muss ich tun? Wohin? Puff, Peng. Darko, das Tor in dem Gebiet geht auf, sobald du das hier hast, den Hinweis. Dann geht das Tor auf. Der Schmieden geben. Okay. Dann back to the Hotel und die neue Schallplatte ausprobieren. Dann kann ich kurz pissen gehen. Ein schönes Chat. Sonntagabend. Ihr legt alle die Füße hoch. Der Abend ist noch jung. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Bin hyped. Die Schallplatten geben mir auch immer Menschlichkeit, von daher auch gut, dass wir den Lachs durchhören.